Herzlich willkommen zur 66. Tagespost am Dienstag, dem 7. November 2023. Tim Sikea ist ein spiritueller Lehrer vom Gelbmesserstamm, Yellowknife. Er lehrt die Menschen, sich selbst zu helfen und Freude, Glück und Wertschätzung für alles Leben zu entdecken. Hier seine Worte über die vielen Prophezeiungen. Zitat: Viele der Träume und Visionen meinen nicht notwendigerweise das Ende. Sie können auch nur einen Wechsel anzeigen. Unsere Ältesten sagten, dass die Menschen, die nicht geistig eingestellt sind, sich nicht an diese Veränderungen anpassen können. Sie werden nicht die notwendigen physischen, mentalen und spirituellen Kräfte für ihre eigene Veränderung haben. Die Ältesten sagten, dass die Menschheit verrückt wird. Es wird eine Energie oder etwas Ähnliches geben, die die Atmosphäre beeinflusst. Anmerkung von mir an dieser Stelle: Dieses Phänomen wird in meinem Video Tribulation, Gott erhöht die Frequenz, erklärt, zu finden auf meiner Homepage unter dem Brighter News. Ich zitiere weiter: Als eine Folge dieser Energie wird der Druck auf unsere Gehirne um 35% zunehmen. Menschen, die geistig rein sind und diese sich nähernde Energie des Kosmos akzeptieren können, werden fähig sein, diesen Reinigungsprozess unbeschadet zu überstehen und ihn für sich selbst zu nutzen. 70-80% der Menschheit allerdings sind nicht geistig, sondern materialistisch orientiert. Deswegen werden sie diese Veränderung nicht ertragen. Sie werden verrückt werden. Sie werden sich gegenseitig umbringen und alles um sie herum zerstören. Es wird wie in einem Irrenhaus sein. Wahrscheinlich wird dann jemand den berühmten Knopf drücken. Genau deswegen. Zitat Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zur nächsten Tagespost wünsche ich, verbunden mit guten Gedanken der Hoffnung, einen wunderschönen Tag.